Und Tag 20 haben wir jetzt hier. Emmett entschlüsselte hastig die Botschaft des Pulsars. Es war eine Anzeige. Verpassen Sie nicht, Zisaks Sportemporium, das zum Besten im Universum gewählt wurde. Noch können Sie ein kostenloses Waffengeschenk erhalten. Einfach vom Superstrang in 462 Parsecs abbiegen. Das Ausblenden dieser Anzeige kann zum Tode führen. Was? Nachdem die Nachricht abgespielt wurde, erschien eine Waffe neben Emmett. Juhu, kostenloser Kram. Baby sieht immer noch ausgehungert aus und wir haben allerdings nochmal eine Suppe bekommen. Okay, ich möchte jetzt verhindern, dass diese beiden jetzt hier verhungern. Wir machen jetzt hier den tapferen Captain und recyceln nochmal irgendetwas. Das bringt auch Wissenschaft. Ach komm, wir nehmen diese scheiß Gasmaske und danach machen wir nochmal Suppe und dann essen wir halt als Letzter von der Suppe. So, Sir, etwas Riesiges ist auf einem Scanner aufgetaucht. Ein finsterer Planet mit tosendem Himmel liegt direkt auf unserem Weg. Er wird von einem immensen Unwetter heimgesucht, aber unter den dunklen Wolken konnten meine Scanner vage und unklare Wärmesignaturen auf mehreren Bauten aufspüren. Selbst eine Welt voller Donner ist vermutlich eine Verbesserung gegenüber dem irrsinnigen leeren Vakuum. Soll ich das Landeprotokoll initiieren? Ja! Ich möchte auf jeden Fall darunter jetzt. Auf jeden Fall. Sonst sterben wir nämlich. Wieder Öko-Shuttle. Yeah! Landung! Wow. Tag 21. Phobonos. Während unseres Sinkflugs zum vom Unwetter heimgesuchten Planeten meldete sich Besatzungsmitglied Alice zu Wort und sagte, das ist kein Gewitter, das ist ein nuklearer Winter. Oh fuck. Er postulierte, dass diese Welt vor kurzem einem Atomkrieg... Nein, das ist unser eigener, oder? ...erlebt hatte und wir Zeugen der Nachwirkungen sein. Aber er sagte auch, dass wir alles überstehen könnten, solange da du uns nur anführst. Du hast den Hinweis von Emmets Hinterkopf behalten und das Raumschiff auf elegante Weise durch die schlimmsten Teile des Unwetters manövriert, bis wir schließlich an einen sicheren Ort auf dem Planeten gelandet sind. Unglücklicherweise hat die atmosphärische Elektrizität den Kommunikator auf dem Weg nach unten durchbrennen lassen. Nachdem wir am Boden angekommen sind, hat sich Emmett umgesetzt gesehen und festgestellt, dass es sich hierbei nicht um einen nuklearen Winter handelte. Hier ging irgendwas anderes vor sich. Dieser Text ist sehr, sehr lange. Die Oberfläche des Planeten hat viele Kriege und Traumata erlebt und diese sind nicht nur auf atomare Katastrophen beschränkt gewesen. Wir sollten beim Erkunden vorsichtig sein, Captain. Captain, das Expeditionsmodul im hinteren Teil der Kabine ist jetzt aktiv. Wenn du meinen Rat hören willst, lass jemanden den Raumanzug anziehen und schick ihn nach draußen. Das Shuttle tut es ja auch erstmal. Eine dauerhafte Lösung bietet es aber nicht. Beginnen wir mit der Besiedlung des Alls. Ja, wie denn? Wir sind drei Kerls. Du stehst immer noch kurz vor dem Hungertod. Captain, du kannst dir jederzeit Suppe herstellen. Ja, das mach ich doch. Okay. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Suppe herstellen. Und was muss ich jetzt tun? Ich kann eh wieder bloß Nein sagen. Captain, wir haben Übertragungssignale unbekannten Ursprungs erkannt. Leider wurde bei der Landung die Kommunikationskonsole beschädigt, sodass wir mit ihnen nichts anfangen können, geschweige denn antworten. Wir könnten einen primitiven Feldkommunikator anschließen, um so die beschädigten Subsysteme zu umgehen und Zugriff auf den äußeren Sender zu empfangen. Aber das könnten wir nur, wenn wir einen hätten. So, ich soll jetzt jemanden rausschicken. Was gibt's denn hier? So, wir können jetzt erstmal bestimmen, wo wir hinwollen. Und danach quasi die Charakter und wie wir ihn ausrüsten. Was ist das hier? Das hier ist eine Lichtung. Gibt dort Chance auf Mineralien. Geringe Gefahren, dauert relativ lange. Das hier ist die Radiozone. Hat Chance auf sehr viel. Ist aber auch saugefährlich. Dauert auch sehr lange. Und das ist die Sprengkopfstadt. Ganz im Ernst? Da haben wir die beste Chance auf irgendwas. Das nehmen wir. Wer soll gehen? Baby Bronco. Der ist halt super clever. Der ist halt super stark. Lass es uns mit Baby Bronco machen, wenn da irgendwie so ein Vieh ist. Baby Bronco soll es versuchen. Kann ich ihm irgendwas mitgeben? Klebeband, die Handpuppe oder die Waffe. Ich gebe ihm die Waffe mit. Nur für den Fall, dass da irgendwie ein Scheiß passiert. Kann ich ihm noch irgendwas anderes mitgeben, was es denn gibt? Nö. Gut, Baby Bronco geht mit der Waffe. Viel Spaß, Baby Bronco. Und wir verhungern hoffentlich jetzt nicht sofort wieder. Keine zwei linken Hände.
Okay, ohne einen tragbaren Kommunikator kannst du die Kommunikationskonsole nicht reparieren. Wie schade. Wir stecken also weiter hier fest, ohne die Außenwelt kontaktieren zu können. Unsere Lage hat sich nicht verbessert. Ich rate dir dringend, einen funktionierenden Kommunikator an die Kommunikationskonsole anzuschließen, Captain. Baby ist zu einer heruntergekommenen, aussehenden Siedlung im Süden aufgebrochen. Ich bin gespannt zu sehen, was er bei diesem Ausflug entdecken wird. Dein Magen ist immer noch leer. Du kannst ja jederzeit eine Suppe herstellen. Ja, das habe ich doch gerade eben gemacht und ich wirke jetzt schwach. Ich werde jetzt hier definitiv diese Suppe essen. Ja, dadurch, dass ich so lange keine Suppe gegessen habe, sind halt jetzt meine Lebenspunkte halt ein bisschen in den Keller gerutscht. So, was können wir jetzt hier machen? Captain, ich habe etwas Interessantes auf der Oberfläche des Planeten gefunden. Sieht so aus, als hätte jemand seine Zeit damit verbracht, eine Riesenversion von 3 Gewinn zu spielen, auch wenn das Spiel nie beendet wurde. Die Spielsteine bestehen aus Mineralien, die wir verwenden könnten. Ich bin normalerweise die anderen gerne den Spaß verdirbt, aber bei dem Spielstand steht der Gewinner ja ohnehin schon fest. Es wird sie also sicher nicht stören, wenn wir das ein oder andere 0 oder X zerstören. Sollen wir so frei sein und die Teile der Ressourcen verwenden? Ja, auf jeden Fall. Denn wir sterben ja sowieso ansonsten. So, verbessern kann ich immer noch nichts, weil wir keine Ressourcen haben. Kann ich eventuell nochmal irgendetwas recyceln? Wir haben nicht mehr allzu viel und ich möchte diese Sachen jetzt hier nicht unbedingt verschwenden. Okay. Tag beenden. Baby ist immer noch unterwegs. Tag 23. Der Abbau des übergroßen 3-Gewinnspiels war ein voller Erfolg. Wer auch immer es hinterlassen hat, war nirgends zu sehen und du bist mit einem deftigen Ladung Mineralien zurückgekehrt. Yes! Sie waren zwar etwas schwer zum Schiff zu tragen, unter anderem wegen ihrer gigantischen Größe, aber sonst lief alles reibungslos. Es wird ihnen eine Lehre sein, ihre Spielsachen nicht auf dem Boden bzw. auf der Planetenoberfläche liegen zu lassen. Ich bin mir sicher, es macht niemandem etwas aus. Du bist weiterhin auf Zack, du wirkst immer noch nicht gesund, du bist hungrig. Ja, aber wir haben jetzt hier endlich hier was, um was herzustellen. Und ich bin ein großer Fan davon, jetzt endlich diesen scheiß Kommunikator herzustellen, den wir ohnehin schon x-mal gebraucht hätten. So, wieder eine Entscheidung. Oh, ich kann die Sockenpuppe verwenden. Captain, lass sofort das Tanzen sein und hör mit mir zu. Dies ist eine kritische Situation. Ihr seid keine Matrosen auf dem Broadway. Auch wenn ich zugeben muss, dass ihr wunderbar improvisiert. Ihr wurdet beide vergiftet? Ist eine Art psychoaktiver Giftstoff ins Innere des Shuttles vorgedrungen. Das könnte mit der Luftschleuse zusammenhängen. Die war voller... Naja, du weißt schon. Mir ist schon klar, dass die Farben schön klingen. Doch wenn wir nicht sofort etwas unternehmen, könntet ihr bleibende Schäden davon tragen. Wir nehmen die Sockenpuppe. Sie wird uns retten. Tag beenden. Ich hoffe, sie wird uns wirklich retten. Keine zwei linken Hände. Tag 24... Als du die Socke überzogst und eine weitere Stunde glücklich vor dich hintaumelte, dachte ich, ich hätte dich verloren. Auf 3 habt ihr beide an der Socke gerochen und eure Gesichter haben sich verzogen wie ein kommunistisches Flugblatt in rechtschaffenen Händen. Der Schock hat euch sofort wieder nüchtern werden lassen. Ich bin froh, euch zurückzuhaben. Du bist immer noch fit im Kopf, du bist immer noch schwach. Herstellung abgeschlossen, Emmett ist am Verhungern. Oh Emmett, ich kann leider keine Suppe herstellen. Kann ich etwas recyceln? Das würde es hier wiederum Wissenschaft bringen. Ach, ich nehme das Klebeband. Ich muss halt dafür sorgen, dass ich was zum Essen herstellen kann. Sonst sterben wir alle. So, was gibt's jetzt hier noch? Hätte ich's doch noch. Captain, ich spüre einen beunruhigenden Aufbau und psychische Anspannung. Empfohlene Maßnahme, schmeiß eine epische Party. Ich nahm mir die Freiheit, mich selbst einzuladen. Aber natürlich sollte auch dein Besatzungsmitglied mitfeiern. Du weißt ja, wie es heißt, 3 machen eine Gruppe. Wie wär's, wenn wir jemand Neues einladen? Hm, Captain, jemand, den du nicht kennst. Oder wir suchen uns einen neuen Gefährten. Genau, wir stellen wir das an. Ja, gar nicht. Wir haben nichts mehr. Sockenpuppe ist schon weg. Und die Maske ist auch schon zu einer Suppe geworden. Ich hoffe, dass das Baby Bronco demnächst zurückkehrt. Mit irgendwas Coolem. Tag 25. Hallo, Captain. Spaßbremse. Fühlst du dich besser? Ich wette, dir würde es nach einer Partynacht mit deinen Freunden Astro viel besser gehen. Dein Pech. Du bist weiterhin schwach. Recycling abgeschlossen. Das ist tatsächlich der Computer sauer auf uns. So, wir stellen die Suppe her. Nice.
Und was können wir jetzt machen? Nun, das kam unerwartet, Captain. Wir haben Käse in einem Vorratslager gefunden. Zumindest glaube ich, dass es Käse ist. Ich habe keine Ahnung, wie er da hingekommen ist. Hat ihn jemand an Bord geschmuggelt? Ist das Schiff von außerirdischen Schimmel befallen? Waren es die Franzosen? Verzweifelte Situation erfordern verzweifelte Maßnahmen, Captain. Wir wissen nicht, wo dieser mysteriöse Käse herkommt. Willst du ihn trotzdem essen? Ja, wir sind gerade eben am Verhungern. Ich möchte auf jeden Fall nicht wegen einem Käsestück verhungern. Und wenn ich daran sterbe, dann ist es halt so. Wie zu Hause, Weltraumentdecker, keine zwei linken Hände. Ui, er ist wieder da. Tag 26. Du hast dich entschieden, den seltsamen Käse zu essen, den du im Vorratslager gefunden hast. Dummerweise war der Käse eigentlich gar kein Käse, sondern ein ungenießbares Stück Seife. Upsi, ihr beide seid jetzt sogar noch hungriger als vorher. Ach nö, ihr solltet wirklich besser aufpassen, was ihr in eure Münder steckt, Captain. Baby ist zurückgekehrt, Captain. Die Stadt im Süden erwies sich als Siedlung, die um einen nicht detonierten Sprengkopf erbaut worden war. Mit dem Gesetz haben es die Einwohner der Stadt nicht so. Baby kam mit einer blutigen Nase, ausgehungert und ziemlich beunruhigt zurück. Er hat gesagt, dass die Phobier die Sprengkopfstadt gegründet haben, eine Bande von Durchreisenden gewesen sind, die aus den Nachkriegssilos wegen diverser Gründe verbannt worden waren. Einige von ihnen waren gastfreundlich, wenn auch nervös, während andere nichts von den beiden waren. Baby hatte mehrere Begegnungen mit Räubern und mächtigen Sheriffs, die nur durch seine treue Pistole gelöst werden konnten. Am Ende der Reise hatte die Waffe kaum noch funktioniert. Oh nö. Der schmierige Fluss, der durch den Sprengstoffstadt verläuft, strotzt nur so vor Öl und sehr zur Begeisterung von Baby-Chemikalien, die sich zum Herstellen eignen. Er hat eine Menge von dem wenigsten ekligen Zeug gesammelt. Plus 33. Geil. Oh, da gibt's einige Sachen. Irgendwann ist Baby auf einen Vorbild gestoßen, der wie eine Hexe aussah und nach dessen Kopfbedeckung strähniges Haar wuchs. Der Alien sprach in seiner wurmigen Muttersprache und drückte Baby ein Artefakt in die Hände, bevor er sich in den Schatten zurückzog. Baby hat ungewöhnliche Unterwäsche von einer Wäscheleine hängen sehen. Er hat nicht gezögert und sich eine Socke geschnappt. Diese Sprengkopfstadt ist schon ein merkwürdiger Ort, aber definitiv den Besuch wert gewesen. Der Pioniergeist vom Baby wurde jedenfalls gestillt. Du bist immer noch hellwach, du bist immer noch nicht ganz gesund, Emmett ist immer noch am Verhungern und die Herstellungssuppe ist abgeschlossen. Und ich bin auch am Verhungern. Na toll. Wie sieht's mit Baby aus? Der ist noch hungrig. Ja, das ist gut. Das heißt, ich muss jetzt ihm hier die Suppe geben und im Grunde muss ich ihn jetzt eigentlich irgendwo hinschicken. Wir haben jetzt hier dieses blöde Artefakt. Captain. Das Kommunikationsmodul ist immer noch kaputt und somit sind wir absolut taub, wenn nicht sogar blind. Es ist durchaus möglich, dass dort draußen jemand ist oder vielleicht sogar nach uns sucht. Das wissen wir aber erst, wenn das Problem gelöst ist. Wir können einen primitiven Feldkommunikator anschließen und so die beschädigten Subsysteme umgehen. Ja, dieses Mal machen wir das auch. So, ich möchte auf jeden Fall nochmal eine Suppe herstellen. Und ich möchte auf jeden Fall nochmal jemanden rausschicken. Also das hier war auf jeden Fall dieser Ort. Was ist das hier für ein Ort? Moment. Entschuldigung, ich glaube, ihr habt das Husten trotzdem gehört. Ich bin leider erkältet. Oh, schau sie auf das und das und das. Bin mir nicht sicher. Das Problem ist halt, dass es immer lange dauert. Ich probiere mal mein Glück dorthin. Ich schicke es mal Emmett. Vielleicht schafft der das ja dort auch. Und was wollen wir mitgeben? Die Handpuppe, die Pistole. Ich gebe ihm auf jeden Fall auch die Pistole wieder mit. Oder? Sorry. Ich gebe ihm die Pistole mit. So. Uns geht's richtig, richtig geil. Also wir hatten nie ein besseres Leben. Ja, wir beenden den Tag. Und haben nun Tag 27. Hallo Welt! Ein voller Erfolg, Captain. Der Kommunikator an der Kommunikationskonsole funktioniert einwandfrei. Ich werde die Ästhetik nicht bewerten, die wir jetzt endlich Übertragung empfangen können. Jetzt müssen wir nur warten, bis uns jemand kontaktiert. Wir werden schon jemanden finden, irgendwann. Baby war offensichtlich erstaunt über unseren heutigen Fortschritt. Er hat sogar fast gelächelt. Es besteht noch Hoffnung, Captain. Emmett hat einen Spaziergang in den weitläufigen, merkwürdigen Wald im Nordosten unternommen. Hoffen wir, dass er keine Lebkuchenhäuser betritt. Du bist weiterhin auf Zack. Dein Magen knurrt immer noch. Du kannst dir jederzeit eine Suppe machen. Und du bist immer noch nicht ganz gesund. Ja, wir machen auf jeden Fall jetzt erstmal hier die Suppe für uns. Sonst werden wir sterben. Und wir haben nochmal die Möglichkeit, hier eine Suppe herzustellen. Oh. Er ist jetzt auch am Verhungern, aber er muss einen Tag warten.
So, wir haben noch eine Entscheidung zu treffen. Sir, irgendwas hat Becky infiziert. Mein Backup-KI-Modul. Vielleicht stammt die Störung von diesem Planeten. Ehrlich gesagt braucht Becky einen Neustart. Er überlädt das Lüftungssystem. Jemand sollte schnell hochspringen und... Psst, hallo Leute, es ist viel zu warm in dieser Blechdose und Becky ist hier, um das zu ändern. Es gibt kein Geheimnis, das ich nicht lüften kann. Haha. Okay, ich werde versuchen, das System jetzt zu lüften, oder? Ja, ich werde es einmal versuchen, das System zu lösen. Ich hoffe, es klappt. Wenn nicht, sind wir tot, befürchte ich. Oh wei. Nein! Staub zu Staub, wir sind tot. Nein! Ende. Oh, verflixt und zugedehnt. Wir sind abgekratzt. Nein, es hat nicht geklappt. Wie gemein. Ja, was steht denn? Was? Oh, ich hätte den Text gar noch gelesen. Oh, wir sind gestorben. Ja, Tag überlebt 28. Teile den Abenteuer. Suppen verzehrt 14. Erste Hilfekästen verwendet 1. Sockenpuppen verwendet 0. Erfolgreiche Expeditionen 1. Orte entdeckt 1 von 12. Gegenstände aus Expedition 1. Gegenstände hergestellt 7. Gegenstände recycelt 4. Ich persönlich glaube, es wäre intelligenter und gesundheitsfördernder gewesen, meine lieben Freunde, wenn wir auf dem ersten Planeten gleich gelandet wären. Das hätte noch funktioniert. Wir waren einfach zu lange im All. Die Suppen gingen aus und alles andere dann... Ja, es ging nicht aus. Alles andere hatten wir ja nie. Dumm gelaufen. Ja, so, meine lieben Freunde. Ich würde einfach mal sagen, ich sag jetzt schon mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und das Handbuch hätten wir finden sollen. Oh, am Anfang hätten wir das Handbuch echt brauchen können. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Falls ihr es euch selber holen wollt, es gibt's auf Steam. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und falls ich sehe, dass ihr das hier wirklich hart feiert, dann könnte es sein, dass wir nochmal eine Episode 60 Parsecs spielen. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal vielleicht, ne? Tschüssi und ade.